Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich wollte hier eigentlich Klamotten kaufen gehen, aber ich habe gemerkt, dass es einfach nur eine Garderobe war. Und Good morning, Mister. weiß jetzt nicht so, ob das so gut ist. Für ein Bewerbungsgespräch. 19:30 schaffe ich nicht mehr. Damenverkäufe, ich muss hier jemanden fragen, wo hier irgendwas ist. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo. Hallo. Wissen Sie, wo das nächste Kleidungsgeschäft ist? Ich glaube, hier ist tatsächlich eins direkt in der Nähe. Ja. Also, es gibt hier so ein Fitters. Das müsste, wenn Sie Outfitters. jetzt hier rück so zurücklaufen, also sprich, wenn ich jetzt hier in die andere Richtung Oh, gucke. Entschuldigung. Okay, wir können auch einfach das so machen, dass ich sehen Ja, bringe, was das oder so, ist. ja, da das Pferd hat mich so angezogen, das hat mich angelächelt. Das ist auch ein tolles Pferd. Ja. Es heißt Peach. Beach. Ja, Den theoretisch. Pfirsich. Genau. Es hat noch einen Bruder. Hier gibt es wohl irgendwie einen. Hier steht zumindest, dass hier Outfitteries ist. Das sieht mir hier sehr seriös aus. Ja, ist halt Valentine. Ich merke, Oh, Entschuldigung, der Herr! Entschuldigung! Es I tut mir want you out of leid! here right now. Entschuldigung, das wollte ich nicht! I'm Es tut afraid mir of you. leid. Ja. Hier Ja, müsste das sein, oder wie? das müsste hier Bei genau einem bei von denen. einem. Ich glaube, der ist aggressiv. Oh ja, das glaube I'm ich ready to auch. move on. Ja. Sir, Sir, bleiben Sie ruhig! Jetzt Das müsste ignoriert er sie. eigentlich. Ich hoffe, das bleibt doch Jetzt so. raucht er eine oder was? Irgendwas macht er. Genau rechts von uns müsste das jetzt sein. Also es müsste einer Also der von den Kamerad Herren hier, da der sein. aussieht, wie ob er in den Krieg ziehen würde. Ja, oder der da sitzt. Ja, guten Tag, der Herr. Sind Sie hier? Ja, das hier ist der Geschäftsführer hier. Ist das Oh. hier? Das hier nicht. Hey, now you Das can't ist be nur here. ein Knappe quasi. Ach so. Hey, you better go Ja, quick. Auch ein bisschen das sparsam. hier ist jetzt wohl hier der General You know zur how you See, want to oder get into wie? it anyway. Wie es Ja. aussieht. Ja, also offensichtlich. Ah, nee, Moment. Nee? Man kann hier. Das ist so ein. Ah, man kann hier ein Zelt kaufen und so. Ah, das wusste ich selber noch nicht. Das ist sehr praktisch. Also mit dem Zelt tue ich es mir eher schwer. Ich glaube, ich bin einfach in ansonsten. der falschen Gegend, kann das sein? Ja, ansonsten gibt es noch. Gibt es in Blackwater was oder Es so? gibt hier noch eine Garderobe, aber da kann man keine Klamotten Na, da kaufen. war ich eben schon, habe ich mich verirrt. Mischwarenhandel auch nicht. Es gibt noch einen Friseur. Wo Ich wollte sind die jetzt sowieso denn? in die Richtung von Blackwater reiten. Also wenn Sie möchten, können wir gerne zusammen dorthin reiten. Wenn Sie ein Pferd haben. Haben Sie ein Pferd? Ja, ich hätte ein Pferd, aber das ist jetzt sehr abgemagert tatsächlich. Abgemagert, oh Ja, je. das stand vor. Das stand hier vorne vor der Garderobe. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob das noch fit ist. Das habe ich mir gekauft, weil ja, eingereist und so vor 2 Tagen und so. Noch ganz neu. Ja. Okay. Gut, dann sagen wir es mal so, dann hole ich mir ein stärkeres Pferd. Ja, und ich müsste eigentlich auch noch. Wo wollten Sie hin? Nach Blackwater? Genau, wir können nach Blackwater gehen. Das muss sowieso in die Richtung. Das trifft sich gut, weil dann kann ich nochmal meinen Ausweis abholen, weil ich habe den verloren. Oh, perfekt. Ja, und dann habe ich noch einen Termin in Swan Denise. Das war ja ganz rechts, die große Stadt, ne? Die große Stadt, ja. Okay. Ja, gut, dann gehe ich schnell mal mein Pferd. Bis Ja. auf die Wiese schicken. Genau. Und ich hole mir ein stärkeres Pferd. Das hält uns dann beide besser aus. Ja.
Und wissen Sie, ich muss mich ja, wollte ja mich noch umziehen, bevor ich meinen Termin habe, weil ich denke, so sehe ich jetzt nicht so. Kommt drauf an, wo möchten Sie sich denn bewerben? Beim Sheriff Office. Oh ja, oh ja. Bei dem Herrn Delgado, da müssen Sie auf Ja. jeden Fall ein bisschen anders gekleidet Ja, und ich sein. habe um 19 Uhr den Termin. Oh, Und dann. ja, es ist, und ich brauche ja noch einen Ausweis. Also ich weiß, ich hab keine Ahnung. Also Und Sie haben in Blackwater. Blackwater den Ausweis gemacht. Ja. Oh, okay. Dann schreibe ich dem Herrn Delgado gleich mal ein Telegramm, ja? Ich Ja. muss sowieso noch zum Telegrammstation und dann Ja, wird's guck mir so mal, sehen Sie, später. das ist mein Pferd geworden. Weg, verschwind! Balu hält uns beide aus. So, ich bin jetzt da, mein abgemagertes Pferd. Ich habe den Namen vergessen von meinem Pferd. Oh, das ist schlecht. Wie habe ich es? Ich glaube, ich habe es Amy genannt. Sie glauben. Ja. Man merkt, Balu. ich bin nicht so gut im Namen. Schnecke. Wo ist ach so, das? Hi, Balu, na? Muss jetzt ein bisschen stark sein, muss jetzt zwei von uns tragen. Ja, ich steig mal auf. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Schneider, mein Name. Helmut Schneider. Hallo, Ava Radcliffe heiße ich. Hallo Frau Reckler. Gut. Wo? Also Ja. hab ihm jetzt geschrieben, dass sich das halt ein bisschen verzögert und dass ich gucke, dass wir das so schnell wie möglich hinkriegen. Ja. Ich hoffe, das schon funktionieren. Ja, wir reiten jetzt einfach mal nach Blackwater. Blackwater und Das dann. bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, dann schauen wir mal. Vielleicht können sie sich auch direkt dort umziehen. Ja. Ich meine, da gibt es auch ein Klamottengeschäft. Muss mal kurz gucken. Blackwater ist auch eine relativ vergleichsweise große Stadt. Okay. Zielscheiben? Nein. Ja, so zum Zielen. So wie links. Hier mit den Punkten. Was war das Habe dann? ich jetzt nicht drauf Achso, geachtet. ja, weil das sind ja so ein Kreis mit einem roten Punkt. Das sind ja so Zielscheiben. Ja, vielleicht haben da so Kinder oder so oder was hingebaut. Das neue Army-Training. Vielleicht. Ja. Für die Streitkräfte. Ja, ich bin tatsächlich hier gestern vor, weiß ich nicht, nach Blackwater zufällig hier gegangen und hab dann gesehen, ah, da ist eine Ausweisbehörde. Gehst du mal rein. Und dann, ja, habe ich irgendwann meinen Ausweis verloren. Ich habe tatsächlich eine lange Zeit gar nicht gewusst, dass wir einen Ausweis machen müssen. Und dann wurde ich von Mr. Delgado freundlicherweise darauf hingewiesen, dass ich doch einen Ausweis bräuchte. Ja, sonst wären sie mit auf die Wache genommen, würde ich sagen. So, das hier ist auf jeden Fall der Klamottenladen. Sieht aus wie ein Friseur. Ja, aber ist auch ein Klamottenmann. Okay. So, wo ist die auch? Die ist gut. Ich habe jetzt mal die Hose angezogen. Okay. Aber ich denke, ich sehe. Oh. Warte, ich muss. Sie sehen aus wie ein Deputy. Ja. Gut, das muss ja weitergehen. Das muss ja weitergehen. Sehr schön. Zur Bank. Nee, nicht zur Bank. Zur Wie Ausweisbehörde viel da vorne. Geld habe ich denn noch? Oh Gott, oh nein. Oh nein, ich bin. Oh Gott. Ich glaube, ich habe Schulden gemacht. Wie viel haben Sie denn noch? Ja gut, minus 1,58 Dollar. Oh. Scheinbar war das doch zu teuer. Meine Kehle ist sehr trocken, ist hier in den Laden. Ja, ach, verdammt. Einen Aber kurzen Moment.
Sie können, Sie bekommen sofort mal was von mir. Ja gut, erstmal hier den alte Ausweisbehörde muss ich ja. Ja, Moment. Ich wollte noch irgendwas wollte ich. So, trinken Sie ruhig das da. Das ist ein bisschen besser. Es macht ein bisschen wärmer, aber dann müssen Sie nur den Mantel ausziehen, dann müsste es gehen. Ja, sicher. Gut, von diesen, jetzt, das hat mir 15 Kröten gekostet. Ja. Jetzt habe ich drei. Alles gut. Nee, bleiben Sie ruhig hier. Sie können, ich gebe Ihnen gleich was und dann nehmen wir den schnelleren Weg nach Saint-Denis. Okay, ich habe, mein Magen ist auch etwas leer. Es tut mir leid, dass ich Sie jetzt hier belästige. Ich kenne mich aber nicht aus. Steigen Sie ruhig auf und dann gehen wir mal kurz zum Gemischtwarenhandel. Und dann hole ich Ihnen was. Schmeiß das mal in den Müll weg hier einfach. Was denn in den Müll? Ja, ich habe hier den Dings hier weggeschmissen, den Rest des Getränks. Ach so, ja, man muss das Getränk nehmen, man muss dann ein paar Mal, wenn es dann leer ist und den letzten Satz davon, also den Teesatz oder Kaffeesatz, den muss man dann einfach auskippen. Ja, ich habe das jetzt auf die Straße gewesen, also ich habe jetzt nicht gedacht, dass da was drin wäre. Oh Gott, ist mir warm, oh Gott. Ja, das macht ein bisschen wärmer, leider. Oh, ich schwitze ja wie ein nassen Hund. Oh, ich merke das schon. Gut, gut, dann gehen wir jetzt zu den Booten. Dann fahren wir mit dem Schiff rüber. Okay. Na, das ist natürlich halt nur immer ein bisschen teuer, deswegen kriegen sie von mir gleich 5 Dollar. Und dann können sie damit rüberfahren, weil das kostet halt 5 Dollar die Überfahrt nach Saint-Denis. Warum machen sie das denn, wenn wir so helfen? Weil ich nett bin und zweitens sowieso nach Saint-Denis muss, weil ich gucken muss, ob der Arzt da ist. Ich muss mich nochmal anschauen lassen. Zum Preis von 5 Dollar. Das nehmen wir und dann sind wir gleich dort. Gut, dann tuckern wir da mal hin. Und ich hoffe, das passt so, wie ich jetzt aussehe. Also was Besseres steht mir noch nicht zur Verfügung, würde ich sagen. Ja, das wird schon gehen, denke ich. Er weiß ja, dass sie jetzt so noch Neuling sind. Ja, habe ich geschrieben, seit 2 Tagen oder so bin ich da. So. Ja, hier irgendwo. Auf der linken, der rechten Seite oder irgendeine. Ja, das sieht aus wie Mr. Delgado. Oh. Hallo. Hallo, Mr. Delgado. Ich bringe Ihnen Ihren Bewerber. Ja, Miss Wettkler, vielen Dank. Haben Sie meine Nachricht gelesen schon? Ja, ich habe Ihre Nachricht gelesen, Miss Wettkler. Sehr gut. Vielen Dank dafür. Ich grüße Sie, Mr. Delgado. Ja, guten Tag, Mr. Schmidt. Schneider. Ist egal. Jawohl. Nun gut. Ja, dann lasse ich euch mal alleine und Spaß dir. Vielen Dank, Mrs. Radcliffe. Ja, ich danke mit Mr. Schmidt. Natürlich. Also gut. So, Sie möchten also Deputy werden. Jawohl. Gut, dann haben Sie jetzt 5 Minuten Zeit, mich zu überzeugen, dass Sie der richtige Mann dafür sind. Ich bin immer auf der rechten Seite des Gesetzes. Herr Schmidt, ich habe eine Frage an Sie. Bitte. Waren Sie überhaupt schon mal, also ich meine, ich weiß ja nicht, wie es im Kaiserreich ist, aber Sie sagen, Sie waren der Wachmeister. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ein Wachmeister sein soll, aber der Punkt ist der, waren Sie schon mal Sheriff oder Deputy? Ja, eher weniger. Okay. Aber ich war halt bei der Polizei, das ist ja im Grunde genommen ist das ja auch ein
Da ist ja auch sowas Ähnliches wie Deputy Sheriff halt. Es ist halt anderes Land, ist halt andere Berufsbezeichnung, verstehen Sie? Nein, das ist nicht mal ansatzweise das Gleiche. Ich glaube, ich kann mir ungefähr vorstellen, woher Sie kommen. Also passen Sie auf, wir machen Folgendes. Ich mache jetzt ein Fallbeispiel, ein Szenario, verstehen Sie? Ein Ja. Szenario werden wir jetzt beide machen. Okay. Und dass ich einfach sehen kann, aus was für ein Holz Sie geschnitzt sind, dass ich mir vorstellen kann, wie Sie arbeiten. Jetzt gehen wir mal davon aus. Wir sind jetzt in Rhodes und wir beide stehen jetzt hier so da und, oder beziehungsweise Sie stehen so da. Sie unterhalten sich gerade mit einer Bürgerin und Sie unterhalten sich über dies und das und jenes. Und wie das Wetter so war. Auf einmal kommt ein Pferd vorbeigeritten mit einem Reiter. Er reitet besonders schnell an ihnen vorbei und sie rufen hinterher: Hey, Sie dreckiger Hurenbock, reiten Sie langsamer! Und der Reiter reitet einfach an ihnen vorbei. Dann kommt er wieder angeritten und reitet wieder an ihnen vorbei. Was machen Was Sie ich. dann? So, ich würde mein Pferd, also ich würde mein Pferd rufen, würde dem Okay, hinterher. gehen wir mal davon aus, er bleibt stehen. Er Okay. bleibt stehen und steigt ab. Und in dem Augenblick geht das Szenario los. Ich bin der Bandit, okay? Ich bin derjenige, der die Scheiße gebaut hat. Und Sie stehen jetzt da. Okay. Was haben Sie gerade zu mir gesagt? Ich habe gesagt, Sie sollen stehen bleiben. Weil Verdammte Sie sind Scheiße, wer hier sind Sie so. eigentlich? Leider mein Name, Deputy Sheriff. Ah, So. Deputy Sheriff sind Sie. Sie sind gleich ein Sheriff. Ja, und Oder Deputy Sheriff. bitte? Sind Sie Deputy Sheriff? Oder sind Sie Deputy? Oder sind Sie Ich Sheriff? Oder habe was gesagt, sind ich bin Sie? Deputy Sheriff. Wie gesagt, Ein Deputy ich Sheriff. Oh, bitte. okay. So, Dann holen Sie mir bitte einen richtigen Sheriff. Ich brauche einen richtigen ich Sheriff bin hier. jetzt hier der Mit Ihnen Richtige. rede ich ja gar nicht erst. So, Sie sind jetzt erstmal hier in meiner Maßnahme. So. In Ihrer Maßnahme bin ich. Wissen Sie, Ja, ich bin ein freier in Mann, das ist einer. Amerika. Ja, Sie sind jetzt hier in meiner Maßnahme. So. Ach, Auf wissen Sie jeden was? Holen Fall. Sie mir einen Sheriff her oder ich rede jetzt gar Ich nicht bin mit der Ihnen. Sheriff quasi. So, Quasi, also. sozusagen. Also, naja, ich weiß Ja, nicht. Also, ich bin da ich irgendwie trage. jetzt anderer So. Meinung. Ich gehe jetzt einfach. Jetzt bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen oder ich muss Gewalt anwenden. Bleiben Sie stehen. Ach, aus dir hört doch so keiner. Sie machen es nur Interessiert mich nicht schlimmer. mal. Warum? Lassen Sie mich in Ruhe. Sie Ich lasse verfolgen Sie mich. Sie machen mir in Ruhe. Ich Angst. möchte nur mit Ihnen reden. Ach, Sie wollen mit mir reden? Ja, ich will nur mit Ihnen reden, damit wir das klären Okay, jetzt können. erkläre Ihnen jetzt mal was. Wenn ich mit dem Pferd hier vorbeireiten möchte, dann reite ich mit dem Pferd vorbei. Und es ist mir scheißegal, was Sie da sagen. Eben nicht. So, Ach, Sie warum sind hier nicht? mit voll Karacho an mir vorbeigerast mit dem Pferd. Ja, Sie hätten ja. mich umreiten können oder Kinder auf der Straße. Was weiß ich? Es geht so nicht. Das heißt, das wissen Sie nicht. Das müssen Sie doch wissen. Ich weiß ja nicht, wo Sie noch alles langlaufen und wen Sie da überreiten. Also, Okay, so. brechen wir das hier ab. Mr. Schmidt, also passen Sie auf, hören Sie zu. Der Ansatz war schon mal ganz gut. Aber Grundsatz Nummer eins. Wissen Sie, Sie dürfen eins nicht vergessen. Ich erkläre Ihnen jetzt ein paar kleine Feinheiten, was Ja. zu Ihrem Berufsstand damals war und was Sie jetzt wissen müssen. Sie haben Glück, dass das County ist sehr verschlafen und es sind sehr ruhige Leute da. Aber das kann sich ganz schnell ändern. Und wenn die richtigen Leute da sind, dann müssen sie die Autorität quasi ausstrahlen. Wenn sie auf die Straße gehen, muss jeder genau wissen, wer sie sind. Bevor überhaupt ein Wort gefallen ist, muss jeder sofort Respekt haben. Und wenn sie diesen Respekt nicht bekommen, dann holen sie sich den Respekt. Da drohen sie nicht an. Es gibt dieses Sprichwort, Hunde, die bellen, beißen nicht. Sie drohen genau eine Sache an. Ein einziges Mal sagen sie etwas. Und wenn das nicht Folge geleistet wird, greifen sie hart durch. Das heißt, in dem Augenblick, wenn es dann heißt, bleiben Sie stehen und der andere bleibt nicht stehen, dann bringen Sie ihn dazu, dass er stehen bleibt. Direkt Und Polizeigriff, oder wie? direkt einfach Lasso, zack, fesseln, mitnehmen auf Dings, oder hier Okay. auf die Erstbeste, also nicht irgendwo hinreiten mit ihm, sondern auf die nächste Sheriffstation, die Sie finden. Da gehen Sie dahin, dann nehmen Sie ihn mit. Dann kommt es darauf an, wie er sagt, er wird rumschreien, er wird beschimpfen und so weiter. Aber Sie dürfen sich so etwas nicht gefallen lassen. Wenn es Leute sehen, gelten Sie als weich. Wenn Sie als weich gelten, tanzt Ihnen jeder auf der Nase rum. Sie müssen es abwägen können, wer vor Ihnen steht. Wenn jetzt zum Beispiel die nette kleine Dame vor Ihnen steht und dann ein paar blöde Sprüche bringt, dann kann man das noch eher durchgehen lassen. Ich meine, man kommt auf die Sprüche an, da kann man sie noch zurechtweisen. Aber wenn jetzt so ein hartgesottener Kerl vor Ihnen steht, der dann einfach auf Sie scheißt, dann dürfen Sie sich nicht auf Sie scheißen lassen. Verstehen Sie? Darum geht es. Ja. Sie sind überwiegend alleine unterwegs. Und wissen Sie, es hat viel mit Autorität zu tun. Wenn Sie die Autorität ausstrahlen, dann werden die Leute auch schon gar nicht versuchen, mit Ihnen irgendwelche Spielchen zu treiben. Und wer Okay. jeder, der es dennoch tut, den zeigen Sie, wer hier tatsächlich Die Hosen den anhat. längeren hat. Oder Genau. Und wissen Sie, der Punkt ist immer der, Sie dürfen eins nicht vergessen. Sie vertreten hier nicht das Gesetz. Sie sind das Gesetz. Sie sind Richter, Geschworener und Henker in einer Person. Warum sind Sie das?
In dem Augenblick, wenn jemand etwas tut, dann sind Sie diejenige Person, die die andere sagt, das darf er nicht tun. Er darf nicht irgendwie jetzt hier irgendwie rumreiten oder er darf nicht hier rumschießen oder sonst irgendetwas. Das heißt, Sie klagen diese Person an. Sie fällen auch das Urteil, weil Sie nehmen die Person zum Beispiel dann in Beuge, also hier in die Zelle rein, Sie verhaften die Person und Sie geben eine Geldstrafe oder Sie sagen Platzverweis. Also Sie wissen ja, wie es ungefähr ist. Das heißt, Ja. Sie geben auch gleichzeitig das Strafmaß fest. Das macht Sie auch gleichzeitig zum Henker und zum Richter, auch deswegen, weil Sie darüber auch das Strafmaß verfinden. Also Sie befinden darüber, ob die Person ins Gefängnis kommt oder nicht. Das ist Ermessenssache. Das bleibt Ihnen überlassen, weil Sie sind in dem Augenblick die Ansprechperson. Ja. Genau, deswegen vertreten Sie nicht das Gesetz. Sie sind kein Diener des Gesetzes, Sie sind das Gesetz in dem Augenblick. Und auch wie man sich richtig verhält, gerade wenn man zu zweit unterwegs ist, wenn man ein paar härtere Jungs mal irgendwie trifft, grundsätzlich den anderen immer absichern und auch die richtigen Fragen stellen, sich richtig positionieren, das Umfeld im Auge behalten. Aber das sind alles Sachen, die bringe ich Ihnen noch bei. Ich lasse Sie ja nicht einfach so im Regen stehen. Das heißt ein bisschen schon, aber das ist, wie gesagt, ich gebe jedem eine Chance, dass er sich beweisen kann. Weil auf Worte gebe ich nicht viel. Ich gebe auf Taten. Ich möchte sehen, wie Leute sind und ich gebe jedem die Chance, dass er sich beweisen kann. Auch Ihnen. Das ist sehr So, Mr. großzügig Schmidt. von Ihnen. Ja, ich weiß, ich Einfach bin Freund hingestellt. des Volkes. Ja. So, lassen wir mal gucken hier. Also. Jetzt muss ich noch die richtige Akte von Ihnen raussuchen. Haben Sie eigentlich sich schon einen Ausweis machen lassen? Mr. Schneider, mein Schmidt. Name, bitteschön. Sie heißen ja Schneider. Warum sagen Sie die ganze Zeit, dass Sie Schmidt Ich heißen? hab doch Schneider ganz. Sie haben gesagt, Sie nennen mich Schmidt. Ja, okay, Schmidt.